Hey, ich habe heute ein paar Fakten über Wärmepumpen für dich, die gerne versucht werden, irgendwie zu vertuschen, zu verdrehen. Ja, genau das Gegenteil behauptet wird. Die aktuelle politische Debatte darum ist ja wirklich, da ging es ganz schön heiß her. Es wird da vor allen Dingen sehr viel Angst verbreitet. Dadurch werden viele Menschen einfach extrem verunsichert. Aber die Wärmepumpe ist tatsächlich eine ziemlich coole Technologie, die für fast alle geeignet ist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Fakt Nummer 1: Emissionshandel macht das Heizen mit fossilen Energien in der Zukunft deutlich teurer. Besonders Union und FDP fordern ja den Emissionshandel und dadurch können bei fossilen Heizungen Mehrkosten von bis zu 23.000 Euro entstehen. Das heißt, langfristig werden die fossilen Energien einfach immer, immer teurer, aber Wärmepumpen hingegen werden immer mehr gefördert. Fakt Nummer 2: Es wird ja immer direkt angefangen zu sagen, dass es verboten wird, dass ja, Bilder verbreitet wurden, wo irgendwie ein Habeck mit einem Hammer kam und den Leuten die Heizung aus der Wand gerissen hat und solchen Scheiß. Das war natürlich alles total überspitzt und extrem dargestellt. Es gibt überhaupt gar kein Heizverbot. Das ist eine totale Lüge. Die Fakten sind: erstens, du darfst jede Heizung behalten. Zweitens, du darfst auch deine fossile Heizung reparieren. Drittens, es gibt total viele Fristen und auch echt viele Ausnahmen. Und viertens, die Technologieoffenheit, die wird natürlich immer total verdreht. Eigentlich sollte man ja offen sein für neue Technologien, da wird sich aber echt richtig krass gesperrt. Aber auch bei neuen Heizungen gibt es natürlich diese Technologieoffenheit, denn nur 65% muss erneuerbar sein. Drittens, es wäre ja langweilig, wenn die fossile Lobby hier nicht mitmischen würde, denn die streuen jetzt auch immer so ein bisschen was von Wasserstoffheizungen und auch die FDP ist da ja immer ganz groß dabei, das als die Lösung, ja, darzustellen, was aber totaler Quatsch ist. Denn fast alle Studien zeigen, Wasserstoffheizungen werden sich nicht rentieren. Das ist einfach viel zu teuer und zu ineffizient. Und außerdem sind sie auch noch lange nicht verfügbar. Fachverbände und Gewerkschaften warnen vor dieser Scheinlösung, die die fossile Lobby uns da präsentieren will. Fun Fact: Einige FDP-Politiker, die da immer ganz laut vorne mit dabei sind, haben mittlerweile selber eine Wärmepumpe sich installieren lassen. Unter anderem Schäffler, Kubicki und auch Lindner. Fakt Nummer 4: Es gibt nicht genügend Wald für Pelletheizungen. Das wird ja auch immer so gesagt, dass es ja auch eine Variante wäre, vielleicht für einige wenige. Aber dafür wird natürlich viel Holz gebraucht. Unseren Wäldern geht es eh schon so schlecht. Und da jetzt noch massiv einzugreifen, um ja, genug Holz für Pelletheizungen da zu schlagen, wird nicht funktionieren. Klappt nicht. Wird nicht passieren. Außerdem verursachen sie ziemlich viele Abgase und auch Feinstaub und sie stoßen viel CO2 aus, was vorher jahrzehntelang von den Bäumen gespeichert wurde. Fakt Nummer 5: Viele Studien belegen mittlerweile, dass die Wärmepumpe einfach die beste Alternative ist, um den deutschen Gasverbrauch zu senken. Bis 2025 können bis zu 60% der Gasimporte aus dem Ausland so ersetzt werden. Fakt Nummer 6: Wärmepumpen sparen Kosten. Es wird ja vielen Leuten damit Angst gemacht, dass sie halt extrem teuer sind, sich nicht rentieren, auch in der, ja, Laufzeit sehr teuer sind. Und das ist an vielen, vielen Punkten einfach überhaupt nicht wahr. Wärmepumpen sind extrem effizient. Sie heizen etwa 30% günstiger als ein Gaskessel. Und so werden auch die Anschaffungskosten, die natürlich erstmal etwas höher sind, schnell wieder reingeholt. Fakt Nummer 7: Es wird ja immer auch behauptet, dass gerade viele Menschen, die in alten, unsanierten Häusern wohnen, erstmal ihr komplettes Haus grundsanieren müssen, damit sich eine Wärmepumpe überhaupt rentiert. Das ist auch so überhaupt nicht richtig. Auch im Altbau ohne Fußbodenheizung ist eine Wärmepumpe rentabel. In alten und ungedämmten Häusern muss natürlich eine Wärmepumpe mehr arbeiten, logisch, eine Gasheizung auch. Eine Dämmung würde sich hier natürlich so oder so rentieren, egal ob man jetzt mit Gas oder mit einer Wärmepumpe heizt. Das Fraunhofer Institut sagt dazu, auch in Bestandsgebäuden funktionieren Wärmepumpen zuverlässig und sind klimafreundlich. Und Fakt Nummer 8: Wärmepumpen sparen massiv CO2 ein. Selbst bei dem aktuellen Strommix, wo ja auch noch einige fossile dabei sind, sparen sie bis zu 50% CO2 ein im Vergleich zu Gasheizungen. Und sie werden ja auch immer und immer effizienter, denn bis 2035 wird ja der ganze Strom aus Erneuerbaren kommen. Man muss sich natürlich auch überhaupt nicht wundern, dass gerade solche Blätter wie die Bild-Zeitung da ganz vorne mit dabei sind, Wärmepumpen zu verteufeln, die Grünen zu verteufeln, sowieso. Denn wenn man mal genauer hinsieht, wird man sehen, dass der Axel Springer Verlag einem fossilen Großinvestor gehört.
Hier wird also mal wieder bewusst gelogen, damit einfach die fossile Lobby weiter schön ihr Geld an deinen Ängsten verdient und du dich nicht traust, auf eine Wärmepumpe umzusteigen. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, wie das jetzt alles funktioniert und was für dich am besten ist, dann kannst du dich an eine kostenlose Energieberatung wenden, zum Beispiel von der Verbraucherzentrale. Die können dir ganz genau sagen, welche Energiemaßnahmen in deinem Haus Sinn machen, welche Art von Dämmung vielleicht. Dort bekommst du deutlich mehr Sicherheit als von irgendwelchen Online-Artikeln natürlich und kannst dich von Fachleuten, die unabhängig sind, einfach mal kostenlos beraten lassen. Ich lasse dir den Link unten gerne in der Beschreibung da. Alle Quellen von dem Video packe ich dir natürlich super gerne unten in die Beschreibung. Da kannst du das alles nochmal selber nachlesen. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Tschüss, macht's gut!